So, vor ungefähr genau einem Jahr wurde ChatGPT veröffentlicht und genau seitdem oder spätestens seitdem weiß auch eine breite Öffentlichkeit, was oder spricht von KI. Genau, und Bilderkennung zum Beispiel gibt es aber schon viel länger und auch KI ist kein Zauberwerk und genau das zeigt euch die nächste Gruppe mit Elias, Sarah und Simon. Und ihrem Projekt Animal Detection, AD. Bei mir war gerade so ein Bar oben. Muss man gerade neu starten. Ja, wird weg sein. Genau, also unser Projekt heißt AD, Animal Detection. Und davor ist eine Schwalbe. Das ist unser Teamtier, sagen wir so. Die Schwalbe hat eine ganz witzige Geschichte, da könnt ihr uns gerne nachher drauf ansprechen. Genau, aber jetzt ist natürlich die Frage, erstmal, wer sind wir überhaupt? Genau. Also, wir sind einmal Elias, Simon und Sarah und ein bisschen auch Marco, der hat uns zwischendurch geholfen. Unsere Mentees waren Leandro, Anton, Steffen, Xell, Paul und Torben. Vielen Dank an euch auf jeden Fall. Ohne euch hätten wir das nie hingekriegt. Genau. Jetzt unsere Idee. Unsere Idee war eine künstliche Intelligenz zur Erkennung von Tieren. Genau. Was hatten wir am Anfang? Drei Ideen. Ich einmal mit dem Wunsch, das mit KI zu machen. Da drüben Elias, der gerne was mit seiner Kamera machen wollte. Und Simon, der jetzt seine eigene Geschichte noch hat. Also, ich habe zwei Hunde zu Hause und als Hundebesitzer, wenn man mit den Hunden zum Beispiel Gassi geht, fragt man sich immer, wenn man andere Hunde sieht, was für eine Rasse das ist. Und deswegen war meine Idee, eine KI zu trainieren auf Hunderassen, die dann erkennt, was für eine Hunderasse das ist. Ja, was wir gemacht haben, wir haben eine Vorlage genommen und haben diese erweitert, dass wir jetzt keine Hunderassen erkennen können, sondern verschiedene Objekte. Wir können verschiedene Tiere klassifizieren. Das heißt, wir können durch die KI, durch die Kamera, können wir über die KI erkennen, dass zum Beispiel da eine Kuh steht oder eine Katze. Was wir jetzt noch nicht geschafft haben, ist es weiter zu spezifizieren. Das heißt, dass wir jetzt erkennen, dass das ein Jack Russell-Hund ist, beziehungsweise eine Perserkatze. Sagen wir es so, es ist recht kompliziert, weil Hunde sehen sich in manchen Dingen recht ähnlich. Da haben wir halt das Problem, dass wir viel zu wenig Bildmaterial haben, trotz der großen Auswahl. Deswegen konnten wir jetzt leider die KI noch nicht so weit trainieren, dass sie alles erkennt. Ja. Halten oder so? Genau. Also hier kann man jetzt sehen, das ist jetzt ein Bild von einem Vogel, weil wir jetzt keinen echten Vogel hier drin haben. Aber man kann schon erkennen, hier oben zeigt er an, es ist ein Vogel. Zwar noch nicht was für ein Vogel, aber wir haben schon mal einen Vogel. Genau. Jetzt haben wir zum Beispiel ein neues Bild, kein Vogel, sondern eine Katze. Steht hier auch. Steht sogar noch die Wahrscheinlichkeit. Also zu 99% ist es eine Katze.
Genau. Noch ein Beispiel, eine Kuh. Ja. Wir können allerdings nicht nur Tiere, das ist eine schlechte Farbe, aber wir können zum Beispiel auch Gegenstände bzw. Autos, also hier oben steht jetzt K für alle, die es nicht lesen können, also können nicht nur Tiere, wir können mittlerweile auch Autos. Genau. Genau, das haben wir jetzt die letzten Tage geschafft. Ja, finde ich schon ziemlich viel, was ihr geschafft habt. Gut, dass du das ein, zwei Mal erwähnt hast. Genau, when I was your age, da wäre ich nicht auf die Idee gekommen, sowas zu machen und auch nicht in der Lage gewesen dazu.